habt ihr denn da gemacht? Martina, du schnell raus aus der Kiste und umziehen! Das sieht ja fürchterlich aus. Nein. Sag mal, Martina, hast du gespritzt? Ich bin ganz sauber. Na ja, du und die anderen kommen. So. Oh, ich bin ja heilfroh, dass Sie im richtigen Moment gekommen sind, Baron. Na, ob das gerade der richtige Moment gewesen ist. Aber jetzt werde ich hier Ordnung machen. Diese junge Dame passt wirklich nicht in unser Haus. Der Trampel fliegt. Wo sind denn die Buben? Vielleicht bei den Mädchen. Ja, haben Sie denn nicht gesagt, dass die Buben bei den Mädchen nichts zu suchen haben? Ich habe ihr alles gesagt, aber... Da sind Sie doch auch nicht. Da können Sie nur bei ihr sein. Ja, aber das ist doch gegen jede... Was ist denn das? Das ist die Gitarre. Was? Ja, sie singen manchmal zusammen. Sogar nachts. Nicht zu glauben. Ja, nicht wahr? Alle in einem Zimmer und auf dem Fußboden. Mal, wie schaut ihr denn aus? Was habt ihr denn da an? Spielkleider. Die hat Maria bestellt. Einen Nadelschuh haben wir auch. So, so. Na, dann geht er mal alle in den Garten. Ich habe mit Fräulein Maria zu reden. Was? Komm bald nach, Maria. Wow. Und Martina, den Gartenschlauch lässt du mir jetzt in Ruhe. Ja? Na, also. Komm. So. Jetzt wissen Sie ja schon alles. Ja. Schade. Eigentlich sollten Sie alles erst nach und nach erfahren. Aha. Bin ich ein so schwieriger Herr, ja? Oh ja. Wenigstens was die Erziehung Ihrer Kinder angeht. Die ist verkehrt, meinen Sie? Allerdings ist sie das. Grundverkehrt und altmodisch und unnatürlich. Ah. Sagen Sie... Ist das nicht ein bisschen viel auf einmal? Woher wissen Sie das so genau? Weil ich was von Kindern verstehe. Mein Vater war Lehrer, Dorfschullehrer in einem ganz kleinen Dorf. Und Sie glauben gar nicht, wie glücklich die Kinder bei ihm waren. Aha. Oh, wenn der gehört hätte, wie Sie Ihre Kinder mit der Trillerpfeife zusammenrufen oder dass die Buben und Mädeln sich nicht besuchen dürfen. Und das ist ja hier beinahe wie in einem Internat. Nein, liebes Fräulein Maria. Das ist ein Prinzip in allen vornehmen Häusern. Kinder gehören doch zusammen. Das ist doch eben der Sinn einer Familie. Und natürlich, wenn der Vater immer zu auf Reisen ist, dann... Oh, entschuldigen Sie. Jetzt habe ich Sie verletzt, nicht wahr? Ich bin schrecklich, ich weiß. Viel zu impulsiv und rechthaberisch. Im Kloster sagten Sie es immer schon. Bitte entschuldigen Sie. Und bitte, ich verspreche Ihnen, dass ich nicht mehr so eigenmächtig sein werde. Denn schließlich sind Sie ja hier der Kapitän. Ich meine natürlich der Vater. Nein, Frau Maria, jetzt wollen wir nicht wieder alles umstoßen. Ich gebe nach. Und ich weiß nicht einmal, ob es in diesem Fall der Klügere ist, der nachgibt. Maria! Komm runter! Die Kinder wollen spielen. Ich komme! Ich komme dann nach und spiele mit. Ist das nicht das Schönste, Maria? Weihnachten in einer Familie mit vielen Kindern? Ja, das ist herrlich. Oh, Achtung! Und wird Ihnen das nicht sehr fehlen in Ihrem Kloster, so ein Weihnachten? Ach,
Sie glauben ja gar nicht, wie viele Kinder wir am Heiligen Abend im Kloster haben. Wir holen uns nämlich die Ärmsten aus der ganzen Umgebung zusammen. Manchmal sind es beinahe 100. Ja, mit 100 kann ich natürlich nicht konkurrieren. Aber meinen 7, denen werden Sie sehr fehlen. Die lieben Sie nämlich. Das ist gegenseitig. Sehr gegenseitig sogar. Ja. Ich möchte so gerne eine Wunderkerze anzünden, darf ich? Ausgeschlossen. Das ist ja ganz gegen die Disziplin. Gegen was für eine Disziplin? Ja, gegen die strenge Disziplin vom Herrn Kapitän Trepp. Oh, der Kapitän. Auf den hört ja hier sowieso keiner mehr. Wann ist eigentlich Ihre Zeit hier bei uns abgelaufen? In einem Monat und 18 Tagen. Mein Gott, Sie scheinen ja direkt Buch zu führen. Gefällt Ihnen denn so wenig bei uns? Ach, es gefällt mir sehr. Aber ich gehöre doch nun einmal nicht hierher. Ich bin doch nur vom Kloster ausgeliehen worden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen. Wegen der Kinder. Aber Sie werden doch bald heiraten, oder? Ja. Ach, das freut mich von ganzem Herzen. Schön habt ihr gesungen. So, und jetzt los! Ja? Nein. Agathe? Schau, ob hier sein Zeug. Ach, warum? Ja, warum ist? Oh. Du, Rudi, das haben die Kinder gemacht. Das schau her. Das ist doch wirklich begabt. Sag einmal, habt ihr das gemalt? Ja. Oh, das ist aber schön. Tja, und Ihnen, Maria, kann man ja leider nichts schenken. Sie dürfen ja nichts mitnehmen ins Kloster. Nein. Da sind ein paar Kleinigkeiten. Ach, danke schön. Aber vielleicht freut es Sie noch mehr, dass heute jedes Kind in Ihrem Kloster in Ihrem Namen ein paar feste, genagelte Schuhe bekommt. Genauso, wie Sie für meine Kinder welche angeschafft haben. Alle Kinder? Das sind ja 100. Ja, 100. Oh, danke schön. Maria! Ja, Maria! Komm doch mal! Herr Kapitän, ja, bitte in die Bibliothek, ja? Kommst du? Ja, mal versuchen. Ja, das ist mein Schwesterlob. Kannst du nicht spielen? Ich muss ja doch die Register herausziehen. Was wollen wir denn jetzt spielen? Also. Na, Agathe, wie wär's? Probier's doch mal auf der Blockflöte. Also. Ich muss schon sagen, dieses Mädchen ist verzaubert. Ja. Ja, das ist sie wirklich. Ein wahres Geschenk des Himmels.
Du, damit würde ich an deiner Stelle nicht rechnen, dass dir der Himmel die schenkt. Die behält er für sich. Und das ist wohl auch gut so. Ich glaube nämlich, sie ist vollkommen weltfremd. Ne? Nimmst du Zucker? Ja, bitte, 3 Stück. Und es kommen doch immer Situationen im Leben, wo man eine tüchtige und resolute Frau braucht. Ja. Ja, übrigens, du, die Prinzessin kommt morgen auf Besuch zu uns. Aha, aha. Nur, da würde ich die kleine Nonne ein bisschen verstecken. Warum denn? Wie schön sie ist. Ich muss sie küssen. Wo bin ich? Und wer seid denn ihr? Hier seht ihr mich zu euren Füßen. Ich bin ein Prinz aus fernem Land. Euch zu erlösen bin ich gesandt. Doch da ich eure Schönheit geschaut, so bitte ich euch, werdet meine Braut. Am liebsten wird's gleich ja ich sagen, aber erst muss ich den Vater fragen. Mein Prinz, da ihr uns alle erlöst habt, bekommt ihr meine Tochter Aurora zur Frau. Und zur Erinnerung nennen wir sie von heute ab unser Dornröschen. Ich hab dir das gemacht. Ich hab ja gar nicht gewusst, dass ihr richtige Künstler seid. Du warst ein wunderbarer König, Rupert. Und Sie sind ja eine richtige Zauberin. Georg schrieb's mir in jeden Brief und ich muss sagen, er hat's mit keinem Wort übertrieben. Kommen Sie, Sie müssen mir von sich erzählen. Waren Sie früher schon bei Kindern oder ist das auch Ihr Brief? Sehr schön gespielt, aber jetzt muss Schluss sein für heute, ja? Na, du? Was sagst du? Die beiden verstehen sich doch ausgezeichnet. Na, ich würde es abwarten. Hübsch haben Sie es hier. Ja. Schade, dass Sie nicht immer hier bleiben können, nicht? Übrigens, Sie werden ein gebrochenes Herz hier zurücklassen. Bitte? Oder Sie müssen Ihr Verhalten dem Baron gegenüber ein ganz kleines bisschen ändern. Ich verstehe Sie gar nicht. Seine Blicke vorhin. Er ist in Sie verliebt. Das müssen Sie doch gemerkt haben. Ja, um Gottes Willen. Was habe ich denn da schon wieder angestellt? Das ist ja schrecklich. Na, gar so schrecklich ist das auch nicht. Na ja, ich weiß doch, was aus Verliebtheit schon alles passiert ist. So weltfremd bin ich nicht. Romeo und Julia, Kabale und Liebe. Nichts als Mord und Totschlag. Nein, 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 ich muss sofort dieses Haus verlassen hier. Wo wollen Sie denn hin? Nur zurück ins Kloster. Noch heute. Nicht eine Nacht will ich noch mit ihm unter einem Dach bleiben. Aber Fräulein Maria, ein Mann verliebt sich schnell. Er lässt es ja auch wieder. Es liegt doch nur an Ihnen. Sie müssten eben etwas zurückhaltender sein. Ach, bitte lassen Sie mich. Maria, ich krieg den Bart nicht an. Ja, ich krieg Maria. Maria, was machst du denn? Gehst du fort? Ja. Na, ihr wisst doch, dass ich eines Tages fort muss. Aber jetzt? Es hat sich was geändert. Ja, weiß denn Papi davon, dass du gehst? Nein. Komm. Ich muss Ihnen etwas sagen. Sie haben sich unmöglich benommen. Wieso? Mein liebes Kind, Sie kennen vielleicht Ihr Gebetbuch, aber sich selbst kennen Sie nicht. Seid bitte einen Moment still! Ich gehe ja dann zu ihr. Seid still jetzt und geht auf eure Zimmer. Macht Platz, Männer.